Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. 753, Rumschlüpft aus dem All und Stalaktiten hängen bei Titten auch hängen. Leute, ihr merkt, heute geht's um Eselsbrücken. Und was die Englischlehrerin in der 8. Klasse dazu meinte, war, Eselsbrücken sind super. Und es ist tatsächlich auch so. Gucken wir uns mal an, wie Leute lernen. Ihr habt hier irgendwas im Kopf, das ist euer Wissen. Und das ist das, was ihr lernen wollt. Und um das zu lernen, stellt ihr ja einen Bezug dazu her. Irgendwie einen sinnvollen. Oft ist es so, dass man aber keinen sinnvollen Bezug herstellen kann, also ist es mega effektiv, wenn man sich Eselsbrücken bildet, weil die so bescheuert sind, dass man sich deswegen merken kann. Okay, wie bildet ihr jetzt Eselsbrücken? Es ist gar nicht mal wichtig, dass ihr irgendwie so die typischen Eselsbrücken habt, die es eben für die Planeten oder für Rom gibt, sondern ihr könnt es für jeden Scheiß anwenden. Ich zum Beispiel selbst, wenn ich oft irgendeine Reihenfolge von Wörtern oder Zuordnungen lernen musste, dann habe ich mir manchmal überlegt, okay, der Buchstabe kommt vor dem anderen, aber bei der Zuordnung ist es dann andersrum und so wusste ich dann, welcher Begriff zu welchem kommt. Ihr merkt, für andere muss die Eselsbrücke gar nicht so verständlich sein, aber in dem Moment, wo ihr euch eine Eselsbrücke überlegt, egal wie verrückt die ist, könnt ihr euch das Ganze merken. Noch ein zweites Beispiel, Englisch-Vokabeln war damals Carpet. Dann habe ich mir überlegt, okay, Car und Pet. Das Car fährt übers Pad und dann habe ich einen Teppich. Geil dazu, neulich waren wir am Frankfurter Flughafen und ein Typ hat uns wiedererkannt und hat gesagt, Leute, ich habe in einem Video von euch dieses Beispiel Carpet gesehen und ich kann es mir bis heute merken und er hat es vor 2 Jahren gesehen. Also solche Eselsbrücken, die kann man sich wirklich richtig gut einprägen. Wenn ihr mehr von solchen Tipps haben wollt, dann checkt mal hier dieses Video aus. Da haben wir auch noch ein paar Tipps und checkt unsere Instagram-Channels aus. Dort haben wir geile Texte zur Motivation. Ciao. Ich sag, haut rein. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt. Es ist so geil. Ciao. Bis dann. Tschüss, Ferdi. Stalaktiten hängen wie Titten.